Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben vor ein paar Tagen das allererste Mal einen offiziellen Gameplay-Leak, Gameplay-Trailer, wie man das sehen will, von Infinity Ward gesehen. Das spiele ich euch ein bisschen mit dieser ersten Kampagnenmission, die wir ja vor ein paar Wochen schon mal geteased bekommen haben, auch von Infinity Ward ab. Ihr könnt euch das Originalvideo von dieser neuen Karte auf TikTok von Infinity Ward angucken. Auf Twitter ist das Ding auch, aber ich weiß nicht, warum das auf Twitter so ist. Die Grafik von Videos auf Twitter ist derartig schlecht, dass es teilweise wirklich wehtut. Auf TikTok könnt ihr die Version, das ist halt nicht in Vollbild, das ist von Infinity Ward mit Absicht so gemacht, damit man da irgendwie noch nicht so einen kompletten Blick drauf hat, wird wahrscheinlich noch kommen. Aber eben ansehen, die Quelle ist von TikTok Infinity Ward auch unten. Könnt ihr also direkt auf den TikTok-Kanal von dem und dann euch das gönnen. TikTok generell nur ganz kurz finde ich eigentlich so eine richtige Schmutzplattform. Ich lade da zwischendurch so witzige Clips aus den Streams hoch und das war's schon. Ist aber für solche Sachen natürlich super und ist eigentlich auch interessant, dass Infinity Ward hier als, ich sag mal, Hauptmedium, wo das Ganze abrufbar ist, nicht nur Twitter nimmt, was sie ja meistens eigentlich tun, oder den offiziellen Call of Duty Kanal auf YouTube, sondern eben auch TikTok mittlerweile. Und da gab es jetzt ja schon so ein paar Diskussionen in der Community über dieses Gameplay von Modern Warfare 2 auf der neuen Karte. Und viele haben sich da so ein bisschen diese Szene zu Herzen genommen, wo der Spielercharakter mit dieser, sieht aus wie eine M4, wird wohl, denke ich mal, eine sein, unten im Gebäude schießt und da so richtig viel Rückstoß bei ist. Bevor wir aber zu dem Thema kommen, generell rein von der Optik her, hätte man mir nicht gesagt, dass das MW2-Gameplay ist, hätte ich vermutet, dass es... Alter, meine Haare, ey Leute. Hätte ich vermutet, dass es MW19-Gameplay ist. Es sieht 1:1 wie MW19 aus. Und wir haben ja von Ralph's Valve, den solltet ihr auf Twitter folgen, der hat da ziemlich krasse Leaks meistens und bisher war er irgendwie auch immer richtig, wo auch immer der plötzlich herkommt. Er hat ja schon gesagt auf Twitter vor 4 Wochen ungefähr, dass alle Perks aus MW19, also bis auf eine Ausnahme, alle Perks die gleichen sein werden, die wir auch in MW2 bekommen. Mit einer Ausnahme: Pointman. Pointman hat uns erlaubt in Modern Warfare 19, wo wir Killstreaks hatten. Das heißt, unsere Streaks haben sich nur gefüllt, wenn wir Gegner getötet haben. Assist haben nicht dazu gezählt. Wenn wir eine B-Flagge eingenommen haben, hat das nicht dazu gezählt. Es sind also keine Punktestreaks gewesen, sondern Killstreaks, was ich persönlich schlecht finde. Punktestreaks sorgen dafür, dass Leute, die sich bewegen und bei Spielmodi wie Abschuss bestätigt, Stellung, Herrschaft, bisschen suchen, zerstören, dafür belohnt werden, sich zu bewegen, dafür belohnt werden, Objective zu spielen, Flanken einzunehmen. Wenn ihr euch an Ghost erinnert oder ich glaube auch BO2, da habt ihr, wenn ihr eine gegnerische B-Flagge oder nehmen wir BO3, das war super, wenn ihr eine gegnerische B-Flagge eingenommen habt und auf der B-Flagge einen Kill gemacht habt, dann habt ihr doppelte Punktzahl für den Kill des Gegners bekommen. Was natürlich High Risk, High Reward ist. Denn wenn ihr auf einer gegnerischen Flagge seid, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort attackiert werdet, größer. Dieses Perk Pointman war aber extra in MW19, damit wir theoretisch als Spieler die Chance hatten, ein anderes Perk dafür aufzugeben. Ich glaube, das war in der 2. Kategorie, was übel ist, weil da war auch Auffüll, Geist, also relativ wichtige Perks eigentlich für einen Multiplayer. Und dieses Perk scheint jetzt raus zu sein. Das gibt es also nicht mehr. Was, da wissen wir noch nicht warum, aber es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten. Die erste Option: Pointstreaks können wir gar nicht auswählen. Es gibt wieder nur Killstreaks, das wäre ein dickes F. Oder die zweite Option, das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass man aktiv von vornherein entscheiden kann, ob man seine Streaks per Kills bekommen sollte, Killstreaks, oder per Punkte, dass man vielleicht so eine Art Einstellung dafür hat. Und wenn du eben das per Killstreaks hast, dann brauchst du meinetwegen für eine Drohne 4 Kills. Und wenn du es per Pointstreaks hast, brauchst du zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Punkte. Eine B-Flagge gibt 200 Punkte, ein Kill gibt 100 Punkte, ein Assist gibt 50 Punkte und eine gegnerische Flagge gibt 200 Punkte. Das ist jetzt nur ein Beispiel für die Punkte, aber so ist es eigentlich über Jahre gewesen. Das ist eins und auch das einzige Perk, was nach aktuellem Stand aus MW19 raus ist. Alle anderen Perks, 1:1 mit den Funktionsweisen, sind in MW2 drin.
Und das Gameplay, was wir gesehen haben, sieht auch 1:1 so aus wie aus MB19. Und zum einen hat mich das erstmal so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich dachte, also ein Copy und Paste brauchen wir eigentlich als Gemeinschaft überhaupt nicht. Aber man muss dazu sagen, dieses COD und auch die nächsten CODs, wurde ja schon angekündigt, werden alle auf derselben Engine laufen. Die Engine aus MB19 überarbeitet, wird jetzt von Infinity Ward weiter genutzt, wird in 2 Jahren von Treyarch weiter benutzt. Das heißt, das ist das erste Mal, dass die bewusst nach und nach immer die gleiche Engine für die verschiedenen Entwicklerstudios benutzen. Und Gott bewahre, sollte Sledgehammer die Erlaubnis bekommen, ein eigenes COD nochmal zu machen, werden auch die gleiche Engine nutzen. Was natürlich dann erklärt, warum das Gameplay eigentlich von der Grafik her, und MB19 hatte eine fantastische Grafik und ein großartiges Soundsystem, für mich eigentlich schon die einzigen guten Sachen an dem Game, warum das jetzt genauso aussieht. Aber unten in diesem Keller oder wo dieser Charakter diese M4 abschießt, sieht es so aus, als wenn der Recoil von der Waffe unkontrollierbar wäre. Und da haben sich schon fürchterlich viele aufgeregt, dazu muss man 2 Dinge sagen. Das erste, MB19 war ein Verkaufsschlager, weil so ziemlich alle Gameplay-Entscheidungen von diesem Game darauf aus waren, dass ein Anfänger und ein neuer COD-Spieler sich wohlfühlt. Zum Beispiel, Geist war immer aktiv, ob du dich bewegt hast oder nicht. Du wurdest mit Geist von der Drohne nicht gesehen. Es gab Herzschlagsensoren. Es gab die schnellste Time-to-Kill aller Zeiten. Es gab kein Totenstille. Es gab keine richtige Minimap. Ihr Minimap habt ihr zwar dann nach der Alpha, weil sie die schnell reingefixt haben, weil der Aufschrei so groß war, gehabt. Aber Schüsse habt ihr nur gesehen, auch ohne Schalldämpfer, wenn ihr eine persönliche Drohne oder eine Drohne aktiviert hatte. Das heißt, und noch ganz viele mehr, das Map-Design, die Vertikalität, 15 Stockwerke, 1000 Fenster, wir haben ewig drüber gesprochen, all diese Entscheidungen haben dafür gesorgt, dass gerade Anfänger und Beginnerspieler und neue Spieler sich in dem Game wohlfühlen. Und das sind die breite Masse, 95% der Community. Weshalb es aus wirtschaftlicher Sicht natürlich Sinn macht, dass man darauf aufbaut und sich nicht wieder in die Brennnessel setzt und sowas macht wie Cold War, was, finde ich, eigentlich ein okayes COD war, was jetzt keinen umgehauen hat. Da war ja aber auch wieder, wurde von Sledgehammer übernommen, die haben es verkackt, Treyarch musste es retten, bla bla. Und dann eben Vanguard, was einfach mittlerweile, und das muss ich sagen, das allerschlechteste Call of Duty aller Zeiten ist. Die Spielerzahlen sind grausam, der Zustand vom Game ist grausam. Das, was da an Content kommt, ist absolut lächerlich und kann man ignorieren. Also ganz viele Dinge in den letzten Jahren sind da schiefgelaufen und sie bauen natürlich wieder auf dem Erfolg von MB19 aus. Niemals werden die Waffen alle so einen Recoil haben. Es gibt ja diesen neuen Slider jetzt, mit dem man bei einzelnen Aufsätzen entscheiden kann, wie stark dieser Aufsatz sein soll. Ihr könnt also theoretisch einen längeren Schalldämpfer nehmen für mehr Rückstoß oder einen kürzeren Schalldämpfer für weniger Rückstoß. Habt ihr weniger Rückstoß in diesem Slider ausgewählt, habt ihr eine schlechtere ADS-Time und. Und dazu muss man sagen, ihr habt es ja auch in diesem Gameplay von der Kampagne gesehen, da ist derjenige, der diesen Controller oder diese Maus in der Hand hatte, ja gefühlt das allererste Mal an der Maus gewesen. Das machen die in diesen League-Gameplays natürlich alles mit Absicht, Leute. Gerade bei der Kampagnenmission, das war langsam, das war jetzt nicht so, wie viele von euch wahrscheinlich durch so eine Kampagne durchrushen würden. Der Casual Player, der Detlef mit 55 Jahren, der 2-mal die Woche eine halbe Stunde spielt, ihr könnt irgendeinen Namen, irgendein Alter nehmen, das ist jetzt einfach nur, ihr könnt auch Kevin 31 nehmen meinetwegen, der soll sich da wohlfühlen. Und wenn das zu schnell ist, dann fühlt er sich nicht wohl. Und wenn das langsam ist, dann fühlt er sich wohl. Und bei dem Rückstoß wird es auch so sein, es wird Aufsätze geben, sie werden keinen Modern Warfare machen, wo die Waffen so viel Rückstoß haben, weil dann eine Skill-Gap entsteht. Wer sie besser handelt, ist besser. Und das wollen die nicht. Deswegen gibt es Skill-Based Matchmaking, deswegen war die Skill-Gap im MB19 so niedrig. Das heißt, da sollte keiner Panik bekommen und denken, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, sondern das ist jetzt einfach nur ein Beispiel gewesen, um zu zeigen, dass man wahrscheinlich bei den Waffen viele Änderungen vornehmen kann, damit die Waffe am Ende genauso ist, wie man sie haben möchte. Und nach aktuellen Leaks ist es ja so, dass wir 5 Aufsätze auf den neuen MB2-Waffen in Warzone haben werden und im Multiplayer wohl aus 8 verschiedenen Slots auswählen können. Am, ich glaube, 15. September sind ja viele deutsche YouTuber und amerikanische und sonst was, also Stylus ist da eingeladen, Haptic war, glaube ich, eingeladen und fährt nicht hin.
keine Ahnung, wer aus Deutschland, Kaiser glaube ich noch, vielleicht Matze, Rewex, den würde ich zumindest gönnen, ich weiß es aber nicht. Exclusive Ace, da ist dieses COD Next Event. Da werden die einen Tag, bevor wir alle die geschlossene Vorbesteller-Beta auf der PlayStation spielen können, was übrigens in 4 Wochen ist, Gott sei Dank, werden da schon Gameplays zeigen und dann werden wir es allerspätestens dann zu 100% sehen, wie es ist. Freue ich mich drauf? Weiß ich nicht. Ich habe Angst, dass A, der Content für 2 Jahre für das Interesse nicht ausreichen wird. Ich habe Sorge davor, dass die neue Warzone-Karte, Warzone 2, ein Rohrkrepierer wird wie Caldera. Auf der anderen Seite, Rebirth Island, Fortunes gibt schon fast, Warzone, Caldera, Vanguard, das ist alles tot. Und da wird es einfach Zeit, dass was Neues kommt und ich habe zumindest Hoffnung, dass wir was Neues bekommen. Wie spannend es dann wird, muss man abwarten. Schreibt Leute gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf das Game freut, auch wenn wir natürlich super viele Rückschläge in den letzten Jahren hatten. Aber für uns Content Creator ist es immer schön, wenn Neues kommt, weil es eben ermöglicht, auch neuen Content zu machen. Und seien wir ehrlich, über Vanguard Content machen ist seit der 2. Season eigentlich unmöglich, außer man pöbelt jeden Tag darüber, was auch langweilig ist. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Ich bin raus.